Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Dinkem. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, der Tag nach dem Käferwettbewerb. Wir haben einen Erfolg bekommen. Backcomb-Champ. Ui, 500 Meilensteine. Wow, cool. Das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt, ich finde es mega cool, ne, muss ich sagen. Die ist voll die Kommode, schade. Ich wollte die nämlich eigentlich irgendwann mal so ein bisschen, ja, daneben stellen. So, gucke mal. Wir müssen mal kurz. Das ist hier alles so. Dahin. So. Und dann können wir den dahin machen. Und dann können wir den Wecker da drauf stellen. Und jetzt ist ein bisschen besser. So. Aufgaben. Was müssen wir denn heute? Was essen? Käferchen fangen und was kochen. Okay. Was kochen? Was kochen wir denn? Ich weiß auch nicht. Wir haben so viele Zwiebeln. Mal Zwiebel. Aha. Ups. Ausgetappt. Falsche Taste. Na gut. So. Und jetzt müsste ich doch einen Salat machen können. Genau. Mal einfach nochmal zwei, drei mehr. Nachdem wir ja jetzt so viele Salate angebaut haben, im Sommer kann man da ruhig ein bisschen was herstellen. So. Und machen wir, bis wir 50 haben. So, genau. Zack. Und dann können wir die hier auch wieder zurück machen. Sehr schön. So, wir haben Post bekommen. Reed von Franklin. Was haben wir denn von dir bekommen? Ah ja. Hier ist a River Daisy Pot. Oh, schön. Danke. Und von Julia? Der Silberpokal. Congratulations. Also herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Nimm diese silberne Trophäe und ja, sei glücklich. Juhu. Wie groß ist die? Klein. Das ist schön. Dann kann ich die hier... Nee, was ist denn jetzt? Nein, ich wollte doch das da drehen. Nee, hä? Oh Gott, ich habe schon so lange kein Dinge mehr gespielt, dass ich keine Ahnung habe. Ach, mit E. Ist der jetzt richtig rum? Nein, natürlich nicht. Kannst du... Ja, aber wie rum ist der jetzt richtig rum? Jetzt ist er wieder falsch rum. Ah, ne. Jetzt ist er richtig rum. Okay, sehr schön. Gefällt. So, unsere Wetterstation... Die geht ganz schön rund. Schön, 23 Grad, cool. Morgen gibt es auch wieder feines Wetter, auch ca. 23 Grad. Jo, gefällt, ne? Sehr, sehr gut. Sehr schön. So, was ist denn heute? Montag. Na, wie... Oh. Eine Guangdong-Box. Ah, das ist ja cool. Aha. Okay. Oh, fürs Lager oder sowas wäre sowas total cool, ne? Was ich auf alle Fälle machen möchte, ist, dass wir da beim Melvin auf alle Fälle mal reinschauen, wenn der dann arbeitet. Weil ich ja nach wie vor gerne umziehen möchte. Da schon offen. Oh, cool. Was ist das? Oh, das habe ich schon. Kannst du mir nicht irgendwas anderes geben, Franklin? Can you make me something? Wir müssten eigentlich nochmal diese Dinger runter, aber ich mag nicht mehr runter. Der Helikopter, den haben wir ja schon. Traktor, nett. Eine Charging-Station, die haben wir schon zwei. Ja, gut, okay, jetzt gerade ist irgendwie tick, tick, boom. Was man mit der alles machen kann, habe ich noch nicht ausprobiert, ne? So. Was müssen wir dann? Wir gehen mal zu unseren Tierchen. Ich weiß gar nicht, haben die hier schon auf? Ah ja. Okay. Ein Pinguinkopf. Ist ja geil. Peso. Ist ja witzig. Krass. So. Hallo, du kleines Dingo. Wie viel habt ihr noch? Oh. Sieht knappig aus, ne? Jetzt müssen wir dann langsam... Guck mal da.
Da können wir auf alle Fälle wieder ein bisschen was hinzufügen. Guten Tag, Gackeline. Hallo, Puthilde. Guten Tag, Henrietta. Wie geht es euch? So. Okay. Ja, ja, dieses alltägliche Gedöns, ne? Hey, Tewitzka. Genau, jetzt machen wir da, füllen wir auf und dann, weiß ich nicht, ist da drüben... Nee, ich glaube, morgen gibt es erst wieder Mais, ne? Sieht noch nicht ganz so fertig aus. So, servus, guten Tag. Der wächst auch nicht, ne? Das bleibt einfach so klein, das Ding. So, guten Tag. Guten Tag. Sehr schön. Gut, drei Bugs da drüben ist gerade noch mal einer. Und dann müssen wir mal schnell rüberschauen. Zu unseren, ja, Mais und, was haben wir denn da noch? Kürbis, ne? Genau, Kürbis. So, das haben wir auch. Sehr schön. Ja. Boah, ist der riesig. Allmächt. Die sind beide so riesengroß, ne? Das ist doch dieser Yellow-Ton, oder? Und jetzt habe ich den Kleinen an der Angel. Warte mal ab, ey. Das ist so. Ah, nicht nett von dir, du Kleines. Schön, ein Anchovy. Ich will doch aber den Großen haben. Das hat er jetzt nicht gesehen, ne? Schweinerei. Wo ist der Große? Da ist der Große. Hallo? Komm schon. Na, lass doch mal den Großen anbeißen. Na, jetzt muss ich den erst... Ah, ne, da. Go. Das wird nicht, Leute. Naja, mit ein bisschen Geduld kriegen wir das vielleicht hin. Ah, noch ein bisschen. Ja. Yellow Wind. Oh, wow. Okay, krass. Riesig. So. Okay, das ist alles bewässert. Das sind jetzt nur die Kürbisköpfe, die wir noch bewässern müssen. Aber das ist ja kein Problem, ne? So. Zack. Sehr schön. Hätte man fast noch ein bisschen mehr an Kürbispflanzen anpflanzen können. Aber, oh ja. Das passt schon so. Bin schon froh, dass jetzt die Vogelscheuchen gut verteilt stehen und ja, mir die Vögel nichts mehr wegfuttern. Das passt schon so. Gut, dann nehmen wir den wieder mit. Da ist noch kein Honig wieder da. So schön. Dann gucken wir mal, ne? Weil eigentlich, ne? Ach so, haben wir irgendwelche Tasks? Nur die hier. Okay, das ist halt, ja. Ich denke, ich werde mal in der nächsten Folge oder was ohne euch mal runter in diese normale Mine gehen und gucken, dass ich ein paar Rubine irgendwie zusammengefarmt bekomme. Warum laufe ich eigentlich? Kann mir das mal verraten? Ich habe doch einen Hubschrauber. Also eigentlich. Und dann gucke ich mal, ob ich noch mal ein paar Rubine finde. Und dann, ja, muss ich die Schaufel mal reparieren. Und ich glaube, mit der Schaufel geht das dann ganz gut. Wenn die dann eins über die Mütze gedonnert kriegen. So. Ja, ja, fliegen. Melvin, genau. Oh, jetzt haben wir das auch fast vergessen gehabt. Guten Tag. Oh, ein Doppelstockbett. Das ist ja geil. Ja, das will ich haben. Das ist ja cool. Den nehmen wir auch mit. Ach, ich glaube, davon haben wir schon zwei, aber das macht nichts. Wir müssen ja so ein bisschen dekorieren und sowas. Und auch das komme Sparschweinchen nehmen wir auch mit. So knuffelig. Ja, irgendwann komme ich mal dazu und mache das alles schon richtig schön, ne? Dagodenflor, ich weiß nicht, ob ich das schon habe. So, wie schaut's denn bei dir aus? Ich kann doch irgendwas bestellen, ne?
darf und der hier. Genau. Das fände ich ganz cool. Ein Dainty Sofa. Oh mein Gott. Da gut. Ja, ja, das ist alles voll schön. Desert Daisy. Die finde ich allerdings gar nicht so schick, weil die nicht so, weil die so gedrückt wirkt. Minimalistische Lampe, okay. Und das ist schön. So. Ein Pink Chair. Ja, Wahnsinn, ne, was es nicht alles gibt. Lila. Den nehmen wir auch mal mit. Den können wir da was richtig Schönes draus bauen. Small Pots. Small Stacks of Bücher. Oh, herrlich. Ich könnte. Ist ja geil. Teapot Traffic. Okay. Ich bin so gespannt, ne? Wie das dann alles wird. Tja. So, jetzt haben wir ein bisschen eingekauft. Darkwooden, ich weiß gar nicht, haben wir, die waren hier hinten, ne? Darkwooden Wall ist das, aber ich habe ja die Darkwooden, doch da, Darkwooden Floor, okay. Der Schaumwascher. So, die Möbel bekommen wir dann morgen. Ach, wir da, schau mal, da haben wir noch einen Rattan-Tisch, das ist eigentlich ganz nett. So. Ich habe hier gar keinen Platz mehr. So, nice. Warte mal, dann machen wir das mal so. Wir tauschen das mal und machen mal den Zaun damit hin. Habe ich das nicht schon? Nee, tatsächlich nicht. Ah nee, das verwechsel ich jetzt mit dem da. Aber guck mal, wir machen das einfach so, dass wir die Sachen hier jetzt dann einfach draußen hinstellen und dann schaut es schon wieder schick aus. So, wird lustig, das alles wieder abzureißen, das kann ich euch sagen. So. Ach, das, ach so, da ist die Fackel. So. Servus, guten Tag. Ich weiß gar nicht, haben wir noch einen Minenpass? It's a good question. Die können wir hier alle verkaufen. Jetzt habe ich den Rattan-Sessel da mitgenommen. Aber ist ja kein Problem. So, pass auf, wir nehmen jetzt einfach nochmal den Minenpass mit. Was wir haben, das haben wir. Ne? So. Okay. Der ist da gut aufgehoben. So. Gut. Where is my Heli? Da hinten steht er. So, dann fliegen wir mal eine Runde. Oder auch nicht. So. Ab in die Luft, ab in die Luft. Bin ich gespannt, ne? Wie wir das gestalten. Mal gucken, ob ich das irgendwie einigermaßen hinkriege, dass das so, ja, annehmbar ausschaut. Bin da ja immer so ein bisschen am Zweifeln, ne? Wenn ich dann so die anderen Leute sehe, wie die das so cool hinkriegen, dann denke ich mir immer so, ja, du nicht. So, okay, da ist das Ding. Genau, dann müsste man nämlich hier dann gleich alles. Ja, ich muss schon hier auch noch ordentlich. Ah, okay, da habe ich jetzt gleich. Ist klar, also zweimal und dann können wir zumindest schon mal ein bisschen weiterlaufen. Ja, es ist halt, ne, lohnt sich ja eigentlich fast doch nochmal einen zweiten herzustellen, ne? Weil wenn der dann alle ist, oder fast alle, dann musst du den erstmal aufladen und das dauert halt eine Weile, ne? So. Deswegen gibt es hier so viele von denen mittendrin, weil ich mich immer ein bisschen verklickse. So. Ja, mehr Rezepte wären natürlich dann auch cool. Wenn du dann sagst, ne, für die Straßen oder sowas, ne? Und aber gut, das kommt dann schon mit der Zeit. Ne, wenn wir jetzt jeden Tag bei Franklin vorbeischauen, da kommen dann schon
Rezept zusammen, da bin ich mir sicher. So, jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist hier nämlich gleich Ende. Mit unserem Printer, dann war es das nämlich schon wieder. Oh, und dann können wir hier auch nochmal. Sehr schön. So, jetzt ist wieder rum. Sprich, da. Aufladen. So, und jetzt können wir hier schon mal gucken. Ich habe hier sogar noch eine Charging-Station, siehst du? Krass. Die können wir dann auch schon mal hinstellen. Genau, das sind die ganzen Samen, die wir so unterwegs gefunden haben. Und jetzt, ja, ich glaube, die hier sehen eigentlich immer total cool aus, finde ich. Wenn du dann drei Stück nebeneinander hast, dann hast du, das sieht ganz nett aus. So, müssen wir mal gucken. Der hier ist so cool. Hartholz. Mhm. Okay. Oh, Wahnsinn, was die nicht alles kosten, ne? Cobblestone Road. Ah, das ist geil. Das ist cool. Da brauchen wir dann Stones und Zementsäcke. Okay, also da lohnt sich dann doch nochmal ein bisschen was zu produzieren, ne? Und dann, ja, pass mal auf, dann machen wir das jetzt so, dass wir hier nochmal ein bisschen die Steine wegrationalisieren. Und, ja, das lohnt sich hier mit den Dingern auch. Die brauchen wir ja dann auch. Dann brauchen wir auch ein Lagerfeuer eigentlich, ne? Weil wir ja die Spinifis auch durchaus brauchen für einige der Rezepte. Ja, das machen wir schon. So. Ich habe noch keine Vorstellung, ne, wie das wird. Also, ich versuche so ein bisschen blind drauf loszubauen, ob das dann was Gutes wird oder nicht. Das werden wir dann tatsächlich sehen, wenn es soweit ist, ne? Ach, schön, hast du das jetzt nicht getroffen, Kiralein. So. Supi. Sehr schön. Ach, herrlich. Klasse. Ja, das ist doch geil. So, genau. Dann da. Und dann haben wir nämlich da die Brücke, die rüber geht. Ist halt die Frage, nehmen wir halt das dann mit, ne? Also gehen wir halt auch auf die andere Seite, aber das müssen wir mal gucken. Jetzt stampfe ich hier erstmal kurz die Erde nieder. Hier drüben haben wir noch die Felsen. Habe ich eine Stapel dabei? Ja. Machen wir das nämlich da, wo es hingehört. Ja. So. Ja, schau. Also es wird ja schon so ein bisschen leerer und dann kann man da definitiv gleich schon mal so die ersten Plätze... Ach, siehst du, ich wollte mir eigentlich rausschreiben, wie groß die einzelnen Gebäude sind. Da kann man ja in der Wiki ganz gut nachlesen. Dann kann ich das nämlich vorher so ein bisschen abschätzen. Ne? Dann ja, machen wir so Fundamente im Prinzip, ne? Und dann ja, stellen wir dann, wenn alles fertig ist, das alles gemeinsam um auf die dafür vorgesehenen Fundamente. So. Okay. Da. Ja, und wenn dann Frühling ist, ne, das wird dann krass, wenn dann noch mehr Blumen. Ich muss mir dann gucken, dass ich ein bisschen Platz lasse zwischen den ganzen Sachen. Und dann eben halt die ganzen Blumen, die wir dann im Frühling bekommen können, dass wir die dann da noch mit integrieren. Also das wird schon, das wird schon cool. Also das wird was. So. Oh, guck mal. Ich muss sagen, das Alpha-Ding mag ich gar nicht so gerne. Aber ich glaube, ich habe gerade keine andere Waffe dabei. Nee. So. Stark ist das Ding halt, ne? Oh. Gut. Oh. Da ist Hartholz. Das ist gut. Da haben wir ja gerade gesehen, ne? Für diesen schicken Zaun, den wir brauchen, brauchen wir so wahnsinnig viel von dem Hartholz. Dann ernten wir hier mal ganz fleißig. Und,
pflanzen gleich neu an, dass die dann auch wieder nachwachsen können, ne? So. Es müssten ja eigentlich genug Pinienzapfen dabei gewesen sein. So. Nehmen wir das alles mit. Eieiei, klick, 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 klick. So, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Genau. So. Also ursprünglich war meine Idee, den Tag heute mit euch gemeinsam zu spielen, halt wirklich wegen der Trophäe. Ich denke, ich werde jetzt dann vielleicht gucken, wie ich von der Zeit her zurechtkomme. Ein, zwei Tage mal wieder ohne euch spielen, so ein bisschen die Sachen herstellen, die wir brauchen, ne? Das, ja, nimmt ja doch viel Zeit in Anspruch. Und jo. Ich glaube, ich werde mir dann doch nochmal so einen zweiten Printer herstellen, damit es einfach ein bisschen leichter geht, schneller. Weißt du, dann komme ich da auch ein bisschen besser voran. So. Da, jetzt pflanzen wir das dann noch da an. Ach, das war jetzt so klar, ne? Naja. So. Und dann machen wir das kurz so, dass wir hier grün machen. So. Okay, danke. Ist manchmal sehr lustig, dass da gar kein... Also ich habe jetzt da gar kein Kreuz gesehen. Hier sehe ich ein Kreuz. Aber das ist ja praktisch, wenn das dann das andere kaputt macht. Dann ist das ja cool. So. Wir brauchen so viel Hartholz. Da werden wir dann hier einfach ein bisschen mehr anpflanzen. Wir haben ja ein paar von den Dingern gekriegt. So. Ach, guck mal, da unten können wir noch. Da bietet es sich gerade ein bisschen an. So, dann bietet es sich hier nochmal an. So. Ja, cool. So, und dann machen wir hier auch nochmal. Ja, und dann wächst hier ein kleiner neuer Wald. Sehr nice. Sehr schön. Okay. Gut, dann besteht jetzt eigentlich meine Aufgabe da drin, ganz fleißig eben Zementsäcke herzustellen und dann, ja, mal gucken, wer dann so, also wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, also ich würde den See, würde ich lassen, ne? Also ich versuche jetzt das Ding hier im Prinzip zuzumachen. Dann haben wir einfach eine schöne große Fläche. Dann gucke ich eben halt, was man hier noch einstampfen kann oder eben halt ausstampfen. Ich würde gern so hier vielleicht einen Weg am Wasser entlang haben wollen und dann, ja, dann hier die ersten Häuser platzieren. Das müssen wir dann mal gucken, wie das dann ausschaut. Entschuldigung. So. Also das wäre halt mega cool. Aber wie gesagt, dafür müssen wir dann auf alle Fälle noch ein bisschen was herstellen. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht hier drüben noch mehr von den Sachen bauen, die wir drüben schon haben. Weißt du, was ich meine? Nee, ne? Kann ich verstehen. So, also was man hier machen könnte, wäre jetzt halt das Lagerfeuer. Aber das, ja, ich fahre jetzt einfach zurück. Wir müssen unsere Viecher auf alle Fälle dann noch weitermachen. Genau. Oh, Viecher, ne? Das wird schwierig. Da muss man mal gucken. Also die sollen dann auf alle Fälle auch ein neues Gehege kriegen. Vielleicht machen wir die Tiere hier drüben hin. Die kriegen dann hier drüben. Oh ja, das ist gar nicht so schlecht. Die kriegen da drüben dann also ein bisschen. Ihr eigenes kleines Reich, ne? Dann nutzen wir hier vorne die Fläche ganz ausgiebig, ne? Und dann packen wir den Irwin hier so hin. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dann machen wir hier drüben, das ist von der Fläche her eigentlich auch ganz schön. Dann machen wir hier halt einfach so ein großes Gehege, ne? Und dann, ja, glaube ich, möchte ich schon gerne nochmal zwei, drei Tiere mehr haben. Gibt es eine Begrenzung von Tieren? Glaube nicht, ne? Naja, kümmern musst du dich drum. Und ja, brauchst halt viel Kohle, viel Essen.
viel Kohl. Aber das ist ja jetzt eigentlich nicht das Problem, bin ich der Meinung. So, guck mal, hier ist das Fleisch noch, das nehmen wir gleich mit. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Fleisch. Ich habe die Dinger nämlich vergessen, ne? Ja, das wird schon cool. So. Ich weiß gar nicht, haben wir? Ich habe, glaube ich, genau, hier haben wir noch einen Minenpass, das ist ganz cool. Aber grundsätzlich habe ich eh keinen Rubin mehr, ne? Nee, ich habe nur noch die zwei Shards. Also müssten wir eh, wenn dann erstmal. Achso, Fleisch. Stopp. Muss ich erstmal nochmal in die normale Etage. Fleisch. Da. Drei Stück hatte ich jetzt, ne? Da müssen wir. So. Ui, was gibt's hier? Want to trade. Cooking some. Okay. Deckwood. Ja, das können wir machen. Das können wir auch machen. Want to trade. Die sehen ganz cool aus tatsächlich. Irgendeine Klamotte. Gegen diese krasse Sonnenbrille. Die sah jetzt echt cool aus. So, guck mal, hier ist eigentlich alles gewachsen. Eigentlich müsstest du. Harvesten. So. So. Okay. Oh, da ist ein Hai drinnen. Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass das zum Ozean gehört. Und da ist ein Krokodil. Aha. Verquere Welt. Pocket full. Was ist los? Pocket full. Ja, okay. Ich meine, eigentlich will ich ja nur. Kannst du mal eben hier. Ja, du musst sie ja nicht alle mitnehmen. Die bleiben ja liegen, die Sachen. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich will ja bloß. Hallo, danke. Ah, schwer. So. Okay. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Der Rest, da muss ich jetzt erst aufräumen. Upsi. Halt, war da noch ein Zahn? Ja. Den können wir nämlich tatsächlich mitnehmen. Jo. Dann nehmen wir eine Klamotte mit. Wir haben doch bestimmt irgendwas doppelt und dreifach. Ah, guck mal hier. Da nehmen wir die Sonnenbrille und tauschen sie gegen die andere Sonnenbrille. Hä, wo ist er denn jetzt? Der war doch gerade da. Der stand doch gerade. Ach, da. Boah, ich dachte gerade schon. Das gibt's doch nicht. Melvin, need anything? Ach so, nee. Ach nee, das war der andere. Glaube ich, ne? Nicht Melvin, sondern Milburn. Ah, die beiden, ey. Da ist er. Der steht schon wieder vor meinem Haus. Dass du so eine coole Sonnenbrille hast, ne? Achso, du willst den Spinifix. Wer will denn? Ja, das finde ich super. Mega gut. Aber wer wollte denn jetzt die Sonnenbrille haben? Want to trade. Er. Achso. Der wollte beide Sachen. Okay. Ja. Hier. Mein Taucherhelm gebe ich dir auf gar keinen Fall. Die sieht cool aus. Sportglasses. Die haben was. Yeah. Skiurlaub, wir können kommen. So. So, okay. Dann können wir hier. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Gut, okay, Leute. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Dabeisein. Schön. Danke. Und so, ne? Ihr lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Genau, und dann gucke ich mal, wann wir uns das nächste Mal einfach wiedersehen. Und ja, das wird schon. Hey. Das ist cool. Ja.
das kann ich verstehen, dass du den anhimmelst. Das nächste Mal kriegen wir auch, das nächste Mal machen wir noch einen besseren Platz. So, so essen wir noch schnell, damit wir die Quest fertig kriegen und dann sagen wir, gute Nacht, Servus und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.